Digifolio. Digitale Kompetenzen maßgeschneidert ausbauen. Aber wie funktioniert das nun ganz genau? Das erfahren Sie in diesem Video und Sie erfahren auch, wie Sie sich zu Fortbildungen anmelden können, die nicht an der eigenen pädagogischen Hochschule stattfinden. Bevor ich mich zu einer Fortbildung anmelde, möchte ich gerne meinen Bedarf erheben und das klappt am einfachsten mit dem DigiCheck P. Dieses Online-Diagnose-Instrument gibt mir direktes Feedback über meinen aktuellen digitalen Kompetenzstand. Mit der automatischen Auswertung nach Absolvieren des DigiCheck P habe ich hier eine schnelle Übersicht über meinen Fortbildungsbedarf. In meinem Fall möchte ich mich in der Kategorie D, Digital Lehren und Lernen, weiterbilden. Dazu gehe ich auf die Seite digifolio.at und wähle den Menüpunkt Fortbildungen aus. Digifolio bietet eine Übersicht zu relevanten Lehrveranstaltungen, also einen direkten Link zur Fortbildung. Neben dem Suchfeld gibt es auf der linken Seite eine sehr einfache Filtermöglichkeit. Hier kann nun die Liste aller in Digifolio angezeigten Fortbildungen nach Veranstaltungskategorie, Tags, Veranstalter und Anmeldemodalitäten gefiltert werden. Unter Veranstaltungskategorie finden Sie passend zur DigiCheck-Auswertung die DigiComp-P-Kategorien A bis H. Mit Tags filtern Sie unter anderem jene Veranstaltungen, die ausschließlich online stattfinden. Hier in diesem Beispiel sind alle Veranstaltungen ausgewählt, sowohl Online- als auch Präsenzveranstaltungen und nicht zuletzt Blended Learning-Szenarien. Sie können die Liste natürlich auch so anpassen, dass nur Veranstaltungen von ausgewählten pädagogischen Hochschulen angezeigt werden. Und hinter dem letzten Punkt verbergen sich die Einstellungen rund um die Anmeldung. Vorausgewählt sind standardgemäß jene Veranstaltungen, bei denen eine Anmeldung noch möglich ist. Hier kann ich nun auf der linken Seite auch einen Filter anwenden, wie zum Beispiel eben die Veranstaltungskategorie. Ich möchte gerne die Veranstaltungskategorie D filtern. Nun werden mir Fortbildungsveranstaltungen angezeigt, die eben genau dieser Kategorie entsprechen. Unter Tags entferne ich jene, die mir hier nicht passen, wie beispielsweise Präsenz oder Blended Learning Szenarien. Ich suche eine Online-Fortbildung. Hier werden mir schon diverse angezeigt und ich möchte mich gerne für diese Lehrveranstaltung hier anmelden. Ein Klick darauf öffnet mir nochmal eine Übersicht und gibt mir auch direkt die Möglichkeit, mich via PH Online anzumelden. Ein Klick auf diesen Button bringt mich direkt auf die passende PH Online Seite, wo ich mich rechts oben direkt über LV Anmeldung anmelden kann. Aber bevor ich mich direkt anmelde, noch einen Schritt zurück. Auf dieser Seite wird auch angegeben, an welcher pädagogischen Hochschule diese Fortbildungsveranstaltung stattfindet. In diesem Fall ist das die Pädagogische Hochschule Tirol. Wenn ich aber nicht an der Pädagogischen Hochschule Tirol immatrikuliert bin, kann ich mich natürlich nicht anmelden. Diese Immatrikulation nennt man Gastimmatrikulation. Das geht eigentlich ganz einfach und schnell. Als erstes meldet man sich im eigenen PH Online an. Sollte man Bediensteter oder Bedienstete sein, muss man als erstes das Profil umschalten. Das gelingt hier rechts oben über das kleine Symbol und hier wird umgeschalten auf Studierende der Fortbildung. Ein Klick auf Umschalten bringt mich also jetzt in die Übersicht als Studierender der Fortbildung. So oder so ähnlich, je nach PH Online-System sieht diese Übersicht aus und in jedem Fall gibt es den Button Immatrikulation an weiteren PHs, also eben die Gastimmatrikulation. Im Anschluss lande ich direkt auf einer Seite, die mir anzeigt, an welchen pädagogischen Hochschulen ich bereits eine Gastimmatrikulation durchgeführt habe. In meinem Fall sind das jene, die mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet sind. Alle anderen haben noch einen Aktivieren-Button, wie beispielsweise hier. An dieser pädagogischen Hochschule bin ich noch nicht gastimmatrikuliert. Über Aktivieren kann ich aber eine Immatrikulation durchführen. Auf dieser Seite muss ich mich nur noch einverstanden zeigen, dass meine Daten für die Account-Aktivierung übernommen werden. Und ich muss natürlich bestätigen, dass meine Daten richtig sind. Zum Abschluss klicke ich auf Account aktivieren und nun wird der Account aktiviert.
Jetzt kann ich mich natürlich bedenkenlos hier im PH-Online-System der jeweiligen pädagogischen Hochschule anmelden. Zusammenfassend also, zuerst den Digi-Check machen, dann die passende Veranstaltung auswählen und im Bedarfsfall im jeweiligen PH-Online-System die Gastimmatrikulation durchführen, damit ich mich eben auch anmelden kann. Aber nun ist es soweit. Ich kann mich hier für diese Lehrveranstaltung anmelden und werde direkt zur Anmeldeseite der passenden pädagogischen Hochschule weitergeleitet. Mit Anmeldung kann ich mich dann direkt hier über Anmelden wie gehabt zu dieser passenden Lehrveranstaltung eben anmelden. Eine Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen gelingt nur mit der Gastimmatrikulation an der jeweiligen pädagogischen Hochschule. Aber dies gelingt zum Glück ganz einfach. Nun kann ich weitere Fortbildungen über digifolio.at suchen und mich dort auch anmelden. Noch Fragen? Wenden Sie sich bitte an info@digifolio.at. Besuchen Sie nun also direkt www.digifolio.at. Mit Digifolio gelingt Ihr Einstieg in die digitale Unterrichtspraxis.